Willkommen bei einem Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Heute möchte ich mit euch über das Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen. Mächtige Menschen aus der ganzen Welt treffen dort zusammen, um über Herausforderungen für die ganze Welt zu sprechen und wie man sie löst. Zwei Themen sind dieses Jahr ganz groß. Das eine ist der Klimawandel. Da kennt ihr ja unseren Vorschlag, europäischer Zertifikatehandel auch ausweiten, weil das ist die Killer-Applikation. Über ein Drittel weniger CO2-Emissionen hat dieses System erreicht. Und auch im Kleinen muss man was tun. Viele von euch schreiben mir ja immer, ich würde hier mit einem Pappbecher rumlaufen. Das stimmt nicht. Das ist Keramik. Viel nachhaltiger geht es eigentlich nicht. Das zweite große Thema in Davos ist das, was Fachleute die soziale Aufwärtsmobilität nennen. Ich würde einfach sagen Fairness. Denn die zentrale Frage der Gerechtigkeit in einer Gesellschaft ist meiner Meinung nach, ob du durch eigene Anstrengungen was aus deinem Leben machen kannst. Und da liegt es in Deutschland ein bisschen im Argen, denn internationale Studien bestätigen, dass das Bildungssystem hier den Menschen eigentlich ein bisschen mehr Rückenwind verschaffen sollte. Und deshalb möchte ich euch drei Vorschläge machen, wie wir die Frage der Gerechtigkeit im deutschen Bildungssystem verbessern. Vorschlag Nummer eins. Die OECD sagt immer wieder, dass das deutsche Bildungssystem unterfinanziert ist. Das lag in der Vergangenheit daran, dass der Bund nicht so helfen konnte, wie er wollte. Wir haben aber mittlerweile die Verfassung geändert. Und wenn ich die Bundesbildungsministerin wäre, ich würde jeden Tag einen neuen Vorschlag machen, wie ich mit Bundesmitteln die Ausstattung der Schulen und der anderen Bildungseinrichtungen verbessern könnte. Zweiter Vorschlag. Wir denken immer noch sehr in der Kategorie, ich gehe erst in die Grundschule vorher, in den Kindergarten vielleicht, dann in die Grundschule, in die weiterführende Schule, dann mache ich die Berufsausbildung oder gehe zur Uni und das war's dann. Aber wir brauchen in einer Welt der Veränderung ein zweites Bildungssystem, das Menschen ein Leben lang begleitet. Das dritte und mir persönlich wichtigste Thema ist aber der Spirit, der in unseren Schulen herrscht. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte aus meinem Wahlkreis in Gelsenkirchen erzählen. Da sind ein paar Leute, also hier schöne Grüße an Markus Kottmann und Suat Yilmaz, in die Schulen gegangen. Und in den Schulen haben sie den Leuten, die es tatsächlich manchmal ein bisschen schwieriger hatten, weil sie sich viel um Geschwister kümmern mussten, vielleicht keinen eigenen Platz zum Lernen hatten, nicht erzählt, dass sie Opfer sind, sondern sie haben ihnen erzählt, dass sie es auch schaffen können und haben ihm dabei ein Stück weit geholfen. Und einige von diesen jungen Menschen, die sitzen mittlerweile in Oxford oder am Kernforschungszentrum CERN. Daran sieht man, es geht. Nicht jeder muss natürlich nach Oxford oder ans CERN. Aber man sieht, dass mit ein bisschen Zuspruch, mit einer Kultur der Ermutigung und der Unterstützung Menschen mehr aus ihrem Leben machen können, als sie sich vielleicht zugetraut haben. Und wenn wir diese drei Dinge hinbekommen, erstens das Bildungssystem vernünftig finanzieren, zweitens es ausbauen zu einem System lebenslangen Lernens und drittens den Spirit, die Kultur der Ermutigung in die Institutionen reinbekommen, dann bin ich sicher, wird auch Deutschland seinen Beitrag leisten, um die Welt ein Stück fairer zu machen.